Hey Leute, ich bin's mal wieder und wie versprochen zeige ich euch heute, wie ihr Android und Windows Phone 7 auf euer iPhone bekommt. Das Ganze funktioniert mit der Studio App Dreamboard. Und ja, wir beginnen nun einfach mal mit Android. Hier ist es nun. Ja, funktioniert eigentlich so wie Android alles. Hier könnt ihr halt das Wetter einstellen, den Hintergrund, hier zum Beispiel diesen, und ihr findet hier die ganzen Apps von euch, so. Und wenn ihr nun wieder zu iOS zurück wollt, geht ihr hier unten auf Dreamboard, so. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu Windows Phone 7. Das Ganze ist hier. So, und ja, E-Mail, Kalender, Safari, Wetter, Fotos und die Uhr. Und hier auf dem Pfeil kommt ihr halt zu euren Apps. Ja, und wenn ihr halt zu iOS zurück wollt, geht ihr hier in den Apps auf Dreamboard. Hier. Und geht hier auf iOS. Ja, das war mein Tutorial, wie ihr Android und Windows Phone 7 auf euer iPhone bekommt. Und nun kommen wir dazu, wie ihr das Ganze in Cydia installiert. Dazu geht ihr als erstes in die Suche und gebt nun ein Android. Sollte hier irgendwo sein. Also ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie ich wie das heißt, die Streamboard Theme. Oder vielleicht war das auch mit E. Das könnte auch sein, weil das Theme so in Dreamboard heißt. Ja, ist es leider nicht. Dann gehe ich mal hier auf die Kategorie und hier unten auf Themes und auf Dreamboard. So, hier ist es leider auch nicht. Auf jeden Fall ist hier das Windows Phone 7 Theme. Das Ganze heißt OS 7. Ja, und Android weiß ich jetzt leider nicht. Ich gucke jetzt einfach mal hier bei den installierten Programmen. Kleinen Moment. Nee, hier ist es glaube ich auch nicht. Ah, hier. Ah, nee. Das ist auf jeden Fall noch WebOS. Ich finde es aber echt schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, ich kann es leider nicht finden. Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Ja, falls ich es zwischenzeitlich finde, werde ich es euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung tun. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.